Hallo und herzlich willkommen zu diesem Adventstürchen. Heute möchte ich euch mal einen unserer weiteren Bewohner vorstellen, nämlich den Chep. Viel Spaß dabei bei den kleinen Rabauken. So, wen haben wir da? Das ist der Chep. Den fühlt man am besten so von der Weide. Ja, das ist der Chep. Der Chep ist mittlerweile 5 Jahre alt. Der ist seit jetzt fast... Ach, ich würde jetzt einfach mal behaupten, 1,5 Jahren unterm Sattel. Na, eher einem. Also seit einem richtig. So. Das ist ein Kaschbar, wie wir gerade gehört haben. Denn, auch wenn man hier mal so ein bisschen abäppelt und so, dann ist er immer kräftig dabei, die Schubkarre umzuschmeißen und einem hinterher zu laufen und mal in den Rechen zu beißen. Oh Mann, jetzt mach das nicht. Jetzt, ja, die Unterlippe wackelt aber schon. Und der Chep, der ist in... Eigentlich ist er ein Kamel. Wieso macht er das nicht? Ja, wahrscheinlich, weil ich mit der Kamera so nahe komme. Ja, genau. Ich kann das auch nicht so gut im... Seine Lieblingskraulstelle. Genau, seine Lieblingskraulstelle ist im Ohr. Oh! Ja, also wirklich im Ohr. Das findet er richtig hier. Guck mal, da sieht man mal, wie die Nüstern vorne wackeln. Und ja, ich habe ihn seit er 1 Jahr alt ist. Er hieß am Anfang, als ich ihn bekommen habe, Amigo. Aber das fand ich irgendwie doof. Und ja, dann habe ich einen Namenscontest gemacht mit Freunden. Hier so von wegen, oh, ich habe jetzt hier ein Pony, überlegt euch mal einen coolen Namen. Und dann ist... Genau. Und dann kam irgendwie Chepedaya bei raus. Und das kurz vorm Chep. Hier, jetzt sieht man das. Oh ja, jetzt im Profil sieht man das. Sieht man die Kamelschnauze. Das sieht aus wie ein Meer, Manu. Und Chep ist in Big Love mit Blue. Hier hinten. Ja. Das sind die zwei Youngsters. Die haben sich irgendwie gefunden. Das hat ein bisschen gebraucht. War nicht so lieber auf den ersten Blick, aber... Auf dem zweiten Ausritt. Ja, aber genau, dafür auf dem zweiten Ausritt. Genau, ist ein Quatschkopf, muss man ganz klar sagen. Aber ich würde mal behaupten, liebevoller Quatschkopf-Macho. Ich glaube, das beschreibt das Pony ganz gut. Ja, und das Coolste bei ihm ist, dass er vorne, links und hinten rechts diagonal weiße Füßchen hat. Ja. Und vorne hier, der hatte mal, ich weiß gar nicht, nennt man das jetzt Flocke oder Stern? Also das war mal ausgeprägter, aber irgendwie ist das so ein bisschen so am Verschwinden. Ja. Ups. Ah ja, und hier, der hat Prinz Eisenherz Frisur. Kann man vielleicht auch nochmal zeigen hier. Weil ja. Er hier eine Narbe hatte. Hier, der hatte hier eine Narbe und die war offen, die Wunde. Und damit die Haare da nicht so reingehen, haben wir ihm so einen coolen Topfschnitt verpasst. Aber hier, das wirklich ist einmal so, okay, wie? Ja, Schnapp. Aber es war medizinisch notwendig. Also, falls ihr solche coolen, hippen Pferdefrisuren haben wollt, könnt ihr auch sehr gern an Serenity Horses schreiben. Da kriegt ihr so Menschen, kriegt ihr neue geht Schnitte. Besser. Pferde ist echt schwer. Okay.